So, da sind wir wieder. Wir haben uns den Weg freigeschaufelt, beziehungsweise freigebrettert. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Last of Us. Mein Name ist Franconia und wir balancieren da jetzt drüber. Jo, klappt doch wunderbar. Ich mach mal wieder die Funzel aus. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar. Ich glaube, mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Mit den Soldaten. Obwohl sie ja eigentlich auch nur für Recht und Ordnung sorgen, ne? Sieht man mal, ne, wie die Natur sich wieder alles zurückholt, ey, wenn kein Mensch da ist. Schon krass. Mach zu. So, wir machen wieder die Funzel an. Ohne Küche. Ist das für uns? Nee. Also in Küchen, keine Ahnung, was das ist. Limonaden? Automat oder Snacks oder so? Keine Ahnung. Nimm die Kugel. Wir brauchen sie noch. Welche Kugel? Hui, da. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Ja, die Währung heißt Lebensmittelmarken. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na komm. Seid das. Hey, süße Lady, wie geht's dir denn? Gehört, nicht jetzt, Terrence. Nein, ist gut. Ich hab nicht die Karte da. Jetzt, verstanden? Okay. Kann ich machen. Zick doch nicht gleich so rum, deswegen. Alter, wo sind wir hier? Slums oder was? Ohne Lebensmittelkarte gibt's kein Geschäft. Ich tausche nicht gegen Kugeln. Alter, der andere mit dem Brecheisen, ne? Na klar. Du musst verteidigen, was dir gehört. Was gibt's hier Leckeres? Wir verhungern. Ganz ruhig bleiben. Der Nachschub kommt schon. Hey, wag es ja nicht, dich vorzudrängeln. Na super. Ich warte hier schon Ewigkeiten. Hey, wenn's wirklich mal mit der Welt so hingerafft ist, ne? Tut mir leid. Die sind alle vorgestellt. Hat keine Stunde gedauert. Komm nächste Woche wieder. Ui, Wauzi, hallo. Ja, ihr seid ja Liebe. Aber ich befürchte, dass irgendwann einmal es so auf der Welt aussehen würde. Weil wir viel zu sehr die Erde vernichten. Anfassen heißt kaufen. Was? Tess, ist lange her. Du kommst gar nicht mehr vorbei. Wer ist denn das? Das geht dich gar nichts an. Wo müssen wir hin? Wir müssen hier entlang, ne? Gut, dann laufen wir mal hier weiter. Jäger! Na los! Schlag doch zu! Was machen die hier? Hey, du musst blocken! Jetzt hör dich mal richtig rein! Und hier sind die Betten. Na los! Mach den Trottel fertig! Na, wo bist du denn? Alle! Mach schon! Mann, schau mich mal rein! Ihr gehört zusammen. Schlag du, na los! Schlag doch härter! Steh auf! Steh auf! Alter Kartenspieler da. Wo haben die sich jetzt geprügelt? Alter Bekannte, frag nicht. Guck mal, hier ist Sicherheitshalber. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Und alles fit. Ja, ohne Alkohol kann man das, glaube ich, hier auch nicht ertragen. So, was haben wir da drüben noch? Was war das? Oh, ein Brief. Einberufungsbescheid, ne? Schauen wir uns doch mal an. So, wir lesen natürlich.
So, Bekanntmachung, ziviles Dienstsystem, der General der Quarantänezone von Boston. Ein Scheiß drauf. Begrüßung, als diensttauglicher Zivilist erhalten Sie hiermit Befehl, an verschiedenen Einsätzen zur Instandhaltung der Quarantänezone teilzunehmen. Bitte befinden Sie sich am 15. Dezember um 6.30 Uhr im Hauptbüro an der Charles Bridge zur Entsendung an das Verwaltungsbüro der Streitkräfte ein. Bei schuldhaften Nichterscheinen am oben genannten Ort zur oben genannten Zeit erfolgt Einschränkung der Rationen sowie gegebenenfalls Verlust der Aufenthaltsberechtigung. Legen Sie diesen Befehl bei Erscheinen vor. Wichtiger Hinweis, unbedingt beachten. Wenn Sie in den vergangenen 6 Monaten bereits Arbeitsdienst geleistet haben, kann der Dienst bei Nachweis verschoben werden, wenn Sie an einer physischen oder psychischen Erkrankung leiden, die Sie nicht nach Ihrer Einschätzung dienstunfähig macht. Legen Sie ein entsprechendes ärztliches Attest vor. Naja, Fakt ist, Alter. Sehr schön, sehr schön. Oh, und hier ist nochmal eine Karte. Ist natürlich auch cool. Okay, wo sind wir hier? Hier ist Tess. Okay. Tunnel. Oh, und hier wird jemand gesucht. Runner. Klicker. Ah, ja, das sind die ganzen infizierten Menschen. Da gibt es Runner, da gibt es Stalker. Und die Klicker. Die Klicker sind die schlimmsten, sage ich euch schon mal im Voraus hier. Gut, alles gelesen. Was macht die hier ganz alleine da? Okay, ich störe schon nicht nur. Was hat die da? Ist das eine Puppe, oder? Oder ein toter Ziegenkopf? Alter Verwalter. Okay, was gibt's hier? Der Typ hat in dieser Fabrik jede Menge Zeug gehortet. Wow, Moment, Mann. Ja. Ja, und hier wird anscheinend um Lebensmittelkarten. Ja, ich komme ja schon. Hier wird anscheinend um Lebensmittelkarten gezockt. Gut, gehen wir weiter. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Gut, gehen wir weiter zu Robert. Beziehungsweise auf der Suche nach Robert. Oh, ist das hier gemütlich. Obwohl, naja, aber besser als gar nichts, ne? Liegen im Trockenen. Ich denke, das ist schon einiges wert. Hä? Los geht's. Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Miststück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. In Deckung! Bereit? Ja. Jo. Ich geb Deckung. Ziel auf sie. Okay, wo sind die Penner? Boah, shit, haut's mich doch voll hinter, Alter. Fuck, hat's mich schon wieder erwischt. Okay, eine ist, glaube ich, tot, kann das sein? Okay, jetzt ist einer tot. Sieht er mich überhaupt? Nein! Wow! Gut gemacht, Cowboy. Du auch. Zu viele Munis verbraucht. Wo hat er die ganzen Leute her? Was Robert perfekt beherrscht, sind leere Versprechungen. Machen wir den mal Ende. Hier werden Leute vermisst. Ach, du grüne Nonne. Ja, entweder sind sie tot oder... Nee, hier geht's nicht durch. Hey, hilf mir hoch. Claro. Okay, gut. Na?
Gib mir die Hand. Bitte. Okay. Also Kraft hat ja die Tess, ne? Muss mir ihr schon lassen. Oh, die rennt aber jetzt schnell, ne? Hier drüben, Joel. Oh Mann. Ich glaube, da gibt's gleich wieder eine Schießerei hier. Mehr von Roberts Leuten. Tja, woher weißt du, ich sehe sie. Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Überprüfen wir alles. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Okay, werde ich, denke ich, auch machen. Weiter, weiter. Ja, ich hole mir nur den Typen schnell. Dann ist nämlich der auch weg. Ganz ruhig. Was? Tutorial eingeschaltet? Was ist jetzt schon wieder? Greife einen arglosen, betäubten oder niedergeschlagenen Gegner und benutze ihn als menschliches Schild. Wenn du einen Gegner ergriffen hast, kannst du ihn für eine kurze Zeit mit links umherbewegen, bevor er sich befreien kann. Drücke für ein lautloses Ausschalten, wenn du versteckt bist, oder für einen aggressiven Kill im offenen Kampf. Okay, wieder was gelernt. Ich schleiche mich mal hier hinten rein. Ich glaube, da war noch hier auch einer, ne? Jo, hier ist einer. Was ich sagen wollte, ich war in der Jordan Street und dann kamen Soldaten mit ungefähr 5 Zivilisten. Alle gefesselt. Ja, sie stellten alle an die Wand und peng, 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 haben alle exekutiert. Ja, so ist es wohl in der ganzen Stadt. Sie nehmen sie in die Mangel. Okay, und nun? Verdammt, ich habe was gehört! Das wollte ich nicht! Scheiße! Mistkerl! Wow! Was ist... Alter, wie kann ich hier... Fuck! Hey, wie kann ich hier? Ach so! Alter, geht's. Pass auf! Okay. Ohne den Schlüssel? Das brauchst du sicher. Gut aufgepasst. Deine Gesundheit ist niedrig. Ah, jetzt weiß ich, wie ich halten muss. Okay. Jawohl, das lassen wir noch ein bisschen kommen. No risk, no fun. Ich schleiche mich mal lieber hier ein bisschen rum. Okay, ist hier noch was? Nein. Aber wenigstens neue Bildschirme. Oh, was ist das? Muss zu mich. Ja, war gut, dass ich hier jetzt den Medikit nicht genommen habe. Wie die Munition knapp, suche nach anderen Überlebensstrategien. Und alles verriegeln. Gut, rennen wir noch eine Runde und gehen dann. Es ist gleich Sperrstunde. Ja, das kennen wir natürlich. Von The Evil Within. Er macht sich ins Hemd, wenn er allein hier bleibt. Was weiß ich denn? Wir reden mit den anderen, wir finden schon was. Okay. Okay, ich guck mal, ob hier was gibt. Nein. Ui, da sind auch welche. Okay, sehr schön. Die hauen hier alle ab. Alter! Ganz ruhig, Brauner.
das war aber jetzt gar nicht gut, ne? Okay, wie kann ich die Flasche nehmen? Ach, nach unten, okay. Sottes, wo geht's weiter jetzt? Gibt's hier noch was? Nee, ne? Ich lauf mal hier rein. Scheiße aus, so eine Waschbecken, sehr schön. Stell dir mal vor, die machen hier überall in die Ecke hin, ey. Jetzt pass auf, was ich mache. Hast du das gehört? Da von da drüben. Ach, da oben sind auch welche. Das hat ja super geklappt. Ich glaube, ich muss hier auf die andere Seite. Ich glaube, ich muss hier rauf, ne? Wo ist Tess? Da ist sie, okay. Alte Maschine ist eine Fabrik, ne? Wie es aussieht. Shit, 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 der kommt, der kommt. Fuck. Okay, der sieht uns nicht. Dann schnappen wir uns den Typ mal. Ich weiß nicht, ob ich da auf Viereck draufbleiben muss oder ob ich immer drücken muss. Schnell und leise. Ja, Muni sparen. Ich gehe mal hier kurz rein. Okay, wo geht's rein? Ich gehe von der anderen Seite. Ach du grüne Neune. Okay, wir müssen... Scheiße, wie ist es denn am besten, ne? Am besten wirklich geduckt bleiben. Boah, ich liebe dieses Spiel ja schon wieder, ne? Oh, cool, Messer. Ein Messer ist ein lautloses Waffe, mit der du Gegner schneller und geräuschloser ausschalten kannst, als mit Erwürgen. Schleiche dich von hinten an einen Gegner, ergreife ihn mit und drücke, um ein Messer zu benutzen. Die Verwendung von Messern ist eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt sind, zerbrechen sie. Verbessere ihre Haltbarkeit, indem du Trainingsbücher findest. Okay, mache ich doch glatt. Halte rechts gedrückt, um Joels Hörvermögen. Halt so, ne? Alter. Nimm mal die Flasche. Und nimm sie mal und keine Ahnung. Ich nehme auf jeden Fall jetzt mal die Flasche mit. Ich denke, ich werde von der anderen Seite herangehen. Was ist das immer für ein Geräusch? Sehen die mich dann da immer? Oder bin ich in deren Sichtfeld? Oder wir nehmen mal das Messer, oder?
Hey Mann, hast du das gehört? Okay, pass bloß auf! Shit. Nein, was jetzt tot? Fuck you. Shit. Verstecken, lautloser Angriff, Überlebenstaktik. Okay, jetzt sind wir hier, oder was wieder? Und alles verriegelt. Gut, drehen wir noch eine Runde und gehen dann. Es ist gleich Sperrstunde. Was ist mit Robert? Bei wem kriegt er heute unter? Er macht sich ins Hemd, wenn er allein hier bleibt. Was weiß ich denn? Wir reden mit den anderen, wir finden schon was. Okay. Okay, der erste Typ kommt hier rein. Das ist Staat Dänemark, Kumpel. So, einen haben wir jetzt mal. Dann, wir sind ja da hoch, ne? Genau. Sehr schön, ganz ruhig, Freunde. Schnell und leise, Kaube. Jo, läuft doch gut. Hey, hast du das gehört? Ja, Mann, was zur Hölle war das? Nein, die kommen. Versteck dich. Hey, wer ist das? Shit, die haben uns gesehen. Jetzt wohl doch nicht so gut. Boah, Headshot, oder? War das Headshot? Alter, richtig hier erwischt. Ui. Wie stecke ich die Waffe weg? Wenn ich jetzt schnell hinrenne, ne? Sehr schön, komm, schieß nochmal ab. Du machst nichts mehr hier, Kumpel. Was war das? Alter. Jo. Ah, das lief doch hier jetzt richtig. Wir brauchen mehr Leute. Professionell. Nur im Weg. Ja, das stimmt. So, das Messer nehme ich mit. Los, zu den Docks geht's hier lang. Packen wir's. Wie kann ich das Messer nehmen? Wie kann ich das Messer jetzt nehmen? Gut, liebe Freundin, hätte ich gesagt, machen wir hier mal... Ein Medipack, sehr schön. Machen wir hier doch mal einen kleinen Cut. Hätte ich gesagt, wir sind jetzt auch wieder schon 25 Minuten fast. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Last of Us. Macht's gut. Ciao.